Dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, wurden 10 Morde angelastet. 5 Opfer lebten in Bayern. Das Behörden- und Ermittlungschaos wurde in einem Untersuchungsausschuss im Landtag ausgebreitet. Die CSU fragte jetzt, wie denn die Erkenntnisse umgesetzt wurden. Ich sehe ein bisschen problematisch an, dass es bisher nur 2 Sitzungen im Innenausschuss gab, in denen die Ergebnisse des Berichts versucht wurde aufzuarbeiten. Meine Partei fordert deshalb eine Kommission, die sich nochmals intensiver mit den Inhalten befasst. 5 der 10 Mordopfer lebten in Bayern. Fühlt man sich da besonders auch aufgefordert? Ja, ganz klar. Ist ganz da. Ich bin absolut gegen Rechtsextremismus und wir müssen hier natürlich ganz streng arbeiten, dass das sowas nicht mehr möglichst nicht mehr vorkommt. Man wird es vielleicht nicht verhindern können, aber alle Erkenntnisse müssen wir, wie gesagt, umsetzen, die sich daraus ergeben. Die bayerische Kriminalstatistik erfasst nur registrierte Straftaten. Es gibt aber Delikte, deren Dunkelziffern enorm hoch sind. Nur eben taucht dieses Potenzial nicht auf in offiziellen Sicherheitsberichten und Statistiken. Die SPD forderte jetzt die öffentliche Berücksichtigung der sogenannten Dunkelfeldforschung. Was wären denn die Vorteile von so einem Bericht? Wir haben momentan das Problem, dass anhand der erfassten Kriminaldelikte die Statistik nicht wirklich aussagekräftig ist. Dunkelziffern heißen deswegen Dunkelziffern, weil man es halt teilweise nicht belegen kann. Wir haben schon verschiedene Statistiken. Und das, was die SPD konkret fordert, sind natürlich enorme Kosten, die auf uns zukommen könnten. Immer häufiger machen Fußballspiele Schlagzeilen, nicht der Tore wegen, sondern der Ausschreitungen wegen. Schlägereien und Exzesse benötigen stärkere Polizeipräsenz. Nicht selten tragen die Beamten schwere Verletzungen davon. Die Abgeordneten fragten nun nach einem bayernweiten Sicherheitskonzept für die eskalierte Lage. Meiner Kenntnis nach liegen die größten Probleme ja in der Amateurliga vor. Aber unabhängig davon, über welche Liga wir sprechen, der wichtigste Bereich ist der Bereich der Prävention. Der Innenminister hat ja die Polizisten angewiesen, hier mit aller Härte vorzugehen, um uns diese wunderbare Geschichte einfach nicht zu vermiesen. Aber natürlich sind auch die Sportvereine, es geht ja hier explizit auch um Fußball, hier sind natürlich auch die Sportvereine und die Stadieneigentümer sehr gefragt, um hier alles zu machen, um den überwiegenden Menschen, die friedlich zur Sportveranstaltung gehen, das auch weiterhin zu ermöglichen. Soweit die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder zu Plenum TV hier bei RFO.